Ein Pack passt, das ist Lo und willkommen zu dem 5 Jahre Video. Ja, Freunde, 5 Jahre YouTube, 5 Jahre Chaos, über 400 Videos, über 300 Abonnenten, über 40.000 Aufrufe. Einfach nur geil, Freunde, danke dafür. 5 Jahre, in denen ich absolut Chaos gemacht habe, indem ich so viele Projekte gemacht habe, mittlerweile so viel, einfach zu viel Zeug gemacht habe und ich kann es nicht mehr, nicht mal wirklich einordnen, was ich alles schon auf YouTube gemacht habe. Ihr seht, im Hintergrund ist die kleine 5, die werden wir am Ende des Videos in die Luft jagen, aber vorher kriegt ihr ein paar Highlights von meinen 5 Jahren und ich werde mal beginnen mit dem allerersten Minecraft-Projekt, was ich auf diesem Kanal gemacht habe, und zwar Minecraft-Experimente Volume 1, Freunde. Man kann zwar nicht satteln, aber man kann Teppich nehmen. Yeah! Damit sitzen wir auf dem Lama. Der Creeper mit der Maske ist am Start auf dem Lama. Ihr seht es. Yay. Wir haben das zusammen gelehnt. Man kann aber, wie gesagt, es nicht hier, man sieht es, nicht also selber steuern, weil man kann es nicht satteln. Man hat aber ein kleines Mitbringsel, man kann ein bisschen rumarschen mit dem Lama. Das ist komplett alles zerstört, indem man Wasser drauf macht. Geht es eigentlich? Möchte ich gerne jetzt testen, indem ich das erste Wasser hier drauf mache und den Rest. Hat das tatsächlich? Während Minecraft Experimente Staffel 1 noch lief, habe ich damals Minecraft Test begonnen. Minecraft Test war ein Challenge-Projekt, was ich in der Art ein bisschen zu schwach durchdacht hatte. Aber kurz gesagt, habe ich da einfach gegen Mobs gekämpft mit verschiedenen Rüstungen und verschiedenen Waffen. Das Konzept dahinter war ziemlich cool und ich denke, ich überlege mir da was. Vielleicht kommt da so auch nochmal was. Wir haben die Wahrscheinlichkeit. Ist der resistent dagegen? Moment. Warum? Bringt es direkt scheinbar ihnen nichts? Ach Leute, wir sind so am Arsch, ne? Ach, sag doch, wir dürfen die Arena nicht mehr verlassen und wir sterben. Wir haben nur noch ein halbes Herz, glaube ich, ne? Oh Leute, er hat uns rausgeschossen. Und wir sind tot. Geil, und er lebt noch. Und er kommt sogar instant zu uns, gönnt euch. Alter, der Baby-Zombie macht so extrem viel Schaden, Leute. Aber wenn man ihn aufhalten kann, so wie wir, ist der richtige Minecraft-Survival-Profi, ne Leute, Minecraft-Test. In der Zwischenzeit habe ich dann auch ganz andere Sachen gemacht. World of Tanks zum Beispiel. Ja, Mann, das ist ein easy Kill für uns. Nice, wir gewinnen die zweite Runde in Folge. Ich warte jetzt mal. Ich bin jetzt mal ein Depp. Oder ein Idiot, weißt du? Oh, 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 oh. Oh. Er ist nicht AFK. Ja. Oder ich habe Among Us gespielt. Oder umbringen soll, Leute. Oder. LOL, ein Hacker. Freunde, wir haben einen Hacker in der Runde. Nice. Weiß ist ein Hacker, Freunde. Und das habe ich auf Band, Leute, auf der Aufnahme. Haha, LOL. Och man, Freunde. Wie gesagt, Leute, ihr habt es jetzt gesehen. Man stirbt, wenn ein Imposter ist. Oder es einen Hacker gibt, Leute. Was wir gerade hatten. Und ja, wir sehen uns. Was, Leute? Oder habe tatsächlich das Projekt begonnen, was ich bis heute durchziehe.
Und zwar das gute alte Lucky Block Skywars, was ich tatsächlich aus Zufall damals auf CubeCraft Games in den Beta-Spielen entdeckt habe. Und ja, damals ist Lucky Block Skywars tatsächlich noch in der Beta gewesen. Und das ist auch schon 3 Jahre her. Bin ich mal auf den CubeCraft Server gewesen, Leute, und ich habe etwas richtig Geiles gesehen. Nämlich, Leute, jetzt kommt's. Lucky Block Skywars, Leute. Ich habe es nur einmal gespielt und Leute, ganz ehrlich, es ist geil. Und ich möchte auch das mit euch teilen. Ey Gott, was bin ich hier für ein Profi gerade? Nein, oh, was bin ich da für ein Trottel? Wo ist er hin? Da hinten ist er. Und zack, Runde gewonnen, Freunde. Ohne große Anstrengung, einfach gewonnen. Ja, und dann kam das, was, denke ich, der ausschlaggebende Punkt dafür war, dass ich ein bisschen größer geworden bin auf YouTube, und zwar die Zeit auf Griefer Games, Freunde. Damals mit dem Handy angefangen zu joinen und bis heute drauf geblieben. Wir knacken nächstes Jahr 100 pro die 100 Griefer Games Videos. Bin mal gespannt, was es denn sein wird. Ich lasse mir da auf jeden Fall was überlegen. Und ja, 100 Griefer Games Videos denn fast. Und das war auch eine sehr schöne Zeit. Oder ist eine schöne Zeit da, wie ihr ja jetzt sehen werdet. Und hier auf dem griefergames.net-Server. Ihr habt richtig gehört. Wir sind auf dem Griefer Games Server, Freunde. Vom lieben Abgegrieft, Freunde. Raute! Er hat mich gescannt, Freunde. Er hat mich gescannt. So ein Penner. So ein dreckiger Penner, Freunde. Warum? Es ist einfach abge online. Abgegrieft. Lol. Lol, abge. Er ist einfach bei mir in der Aufnahme, Freunde. Vergesst es einfach. Ich kaufe meinen Jean jetzt erstmal nicht ein, also nicht in der Folge. Es ist einfach abge online. WTF, Freunde. Ja, Titel für das Video ist gefunden. Oh, was? Warte. Es war einfach abge-online, Alter. Weißt du was? Ich schenke ihn einfach den Beacon. Ich gebe ihn den einfach und dann gehen wir zum nächsten, Freunde. Also, bis gleich. Oha, Leute. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen Quatsch gemacht. Weil ich ihm ja jetzt den Beacon gegeben habe, denkt er, ist abge. Huch. Ah, okay, Freunde, okay. Kann ich verstehen, weil abgeschenkt ja auch öfters mal die Beacons. Deswegen. Alles gut, ich lasse ihn in den Graube. Ich mache jetzt auch keine Werbung für meinen Kanal. Solltest du das Video sehen, Voldemort, leid, ich bin nicht abge. /EC. Und tada, schaut euch dieses Schmuckstück an, Freunde. Ich habe sie endlich. Abges, Superblume, Freunde. Ja. Deswegen habe ich kein Geld mehr wirklich, Freunde, denn ich habe für diese wunderschöne Blume $160,000 ausgegeben. Es ist offiziell jetzt auch mein teuerstes Item hier auf Griefer Games, Freunde. Ich pain. Oh mein Gott. Freunde, ich. Boah. /pay. Rüpel. 525.000 Dollar und ich kriege einen Spawner. Zeichen. Und ja, ich bin mal gespannt. Es ist Weihnachten, Freunde. Mal gucken. Ein kleines Geschenk. Mir selber. /pay. Ja. 555.000 Dollar von. Das ist der tollste Einkauf, glaube ich, den ich jemals auf Griefer Games gemacht habe, jetzt endgültig sogar nochmal. 555.000 sind gepaid, er droppt mir den Spawner. Ehrenmann. In dieser Zeit auf Griefer Games habe ich dann noch da ein paar Leute kennengelernt, mit denen ich tatsächlich heute noch Videos gemacht habe oder machen werde. Und zwar Fan von Mr. Creative und der Teddybär. Und nicht nur die beiden habe ich in der Zeit kennengelernt. Nein, ich habe auch den guten Pixelschatten darüber über Griefer Games kennengelernt. Und
Ja, seht selbst, was in der Zeit passiert ist. Ich will zahlen. Okay, er schreibt jetzt einfach okay in Caps. Irgendwas ist denn mit ihm? Der schreit ja richtig rum. Ja, sonst verstehst du ihn ja auch nicht. Wir müssen neue Methoden angewandt werden. 2,4K, er hat mich gebannt. Ah, hey, das ist der schlechteste der schlechteste Scammer ever. Mein Gott, das ist so dumm, was wir hier machen. Das ist richtig IQ minus 10. Die sind alle verwirrt heute jetzt. Doch, hab ich doch eben gedroppt. Nein. Ab nix. Ja, genau. So. Jeder tanzt so vor rum und schreibt so haha, gescammt. Oh, der hat Jay, Justin, Jacob. Nein. Der hat die Jays. Hoffentlich bringt er sie alle nacheinander um. Los, Cryptic Twister. Jay, Justin, John, an. Jacob, Jason. Na, oh mein Gott. Oh nein. Geh weg. Was ist das denn? Geh weg. Oh, ich hab auch Jay, Justin, Joyce, ja, Jay, Jason. Ja, der Zombie greift die alle an. Geil, vernichtet sie. Ja, Mann. Stack an, Stack. Geh weg, Zombie. Sehr geil, sie sind alle eliminiert. Oh mein Gott, das laggt. Hier ist Jason. Nein, meine Zombies. Ja, jetzt nicht mehr. Nein, meine Zombies haben Jason getötet. Nicht nur Jason. Nein, meine Zombies haben Jason, Justin, Jacob, Joe und Jay getötet. Joe, Mama. Oh mein Gott. Ich bin gefangen hier. Sind denn meine Ja, mit Inferno durfte ich ein Video machen. Liebe Grüße auch an ihr. Ja, cool, die Papa Mark. Weißt du was, ich Stupid Man Studios, auch an dir geht ein riesen Dankeschön. Du hast mir damals eine Animation erstellt. Die werde ich tatsächlich in diesem Video auch zeigen. Die kenne ich viel, ich werde sie auch unten in die Videobeschreibung verlinken. Oder oben rechts beim i. Werdet ihr dann sehen. Ja, es ist krass. Also es ist so viel passiert. Minecraft-Nachmache, Roblox, Among Us, World of Tanks, was noch? Keine Ahnung, was ich noch alles gemacht habe. Das ist krass. Skywars, Bad Wars. Das ist krass gewesen, Freunde. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Diese Zeit, ich hoffe einfach auf noch mehr. Auf weitere 5 Jahre. Und ich hoffe, dass ich in der Zeit endlich... Ich hoffe es, Freunde, dass ich in dieser Zeit endlich diesen YouTuber-Rang auf Griefer Games bekomme. Ich warte schon seit über 1 Jahr. Es wird nächstes Jahr 2 Jahre. Ne? Müsst ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen. Fast 2 Jahre warte ich auf diesen YouTuber-Rang und ich habe ihn noch nicht. Ich möchte ihn haben. Ich möchte ihn haben. Und es wird so lange bleiben. Also ich werde so lange Videos machen, bis ich diesen Rang habe. Und dann kann ich sagen, okay, ich habe alles erreicht. So viel dazu, Freunde, damit auch ein bisschen Rage ins Video reinkommt, denn ihr wisst, es gab auch ein paar Rage-Momente auf meinem Kanal. Nein! Komm, nächste Todesnachricht, bitte. Ich will nicht der Einzige sein. Oh mein Gott, die Perle ist runtergefallen. Oh mein Gott, danke. Oh, das gibt's nicht. Och, leck mich! Ja, viel bleibt mir dann jetzt am Ende nicht mehr zu sagen. Auf jeden Fall, ja, einfach nur ein Dankeschön. Und natürlich auch ein riesen Dankeschön für die Unterstützung auf Twitch. Da habe ich dieses Jahr auch die 100 Follower geknackt, Freunde. Riesen Dankeschön. Ich streame ja in letzter Zeit meistens nur New Nature. Das Projekt mit Koldi, Papa Mark, Koldi. Warte mal. Bin ich gerade durcheinander gekommen mit Papa Mark, Koldi, Pixel, mir und Dale. 5 Leute, genau. Und ja, es wird, das verspreche ich euch, es wird definitiv mehr auf Twitch nächstes Jahr geben als dieses Jahr. Ich habe einiges vor und ich werde es durchziehen. Und ja, so viel dazu, Freunde. Und wenn ich es vergessen sollte, spielt mir diesen Clip vor, damit ich es nicht vergesse. Auf jeden Fall würde es mich denn auch freuen, wenn ihr weiterhin fleißig einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr das Video teilt, weiter kommentiert, gerne meinen Kanal abonnieren, einen Freund zeigen. Es würde mich sehr freuen, Freunde, damit wir ein bisschen größer werden, damit wir noch mehr qualitativ Content bringen können und ich noch mehr Motivation habe für noch mehr Chaos, Freunde. Gerne Kanal abonnieren und vielleicht knacken wir ja nächstes Jahr die 400 Abonnenten. Wäre cool, Freunde, auf jeden Fall. Werde ich jetzt nicht mehr lange drum rumschnacken. Ich werde jetzt diese 5 in die Luft jagen, Freunde. Damit es in diesem Jubiläum auch noch einen großen Knall gibt.
wird diese 5 jetzt in die Luft fliegen. Und ja, da ist noch immer noch Bug-TNT von dem einen Experimentenvideo. Ich schnack nicht drum rum, ich zünd das TNT an, ich zünd hier noch ein bisschen mehr an, damit es ein bisschen döller wird. Und ja, während das TNT hier in die Luft fliegt, oh mein Gott, das fliegt überall hin, oh Gott. Ich hoffe, das zerstört jetzt nicht meine Pyramide. Oh mein Gott, wo ist es hingeflogen? Okay, es hat nicht die TNT-Pyramide zerstört, aber es hat hier alles andere zerstört. Ja, moin. Auf jeden Fall, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ja, danke fürs Zuschauen, danke für generell das Zuschauen in den letzten 5 Jahren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Freunde. Und, ja, nicht wundern, warum dieses Video so spät kommt. Ich möchte einfach viel Zeit in dieses Video stecken, damit es auch wirklich gut wird. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Freunde. Haut rein und jetzt so, Leute.